Also die medizinisch-berufliche Reha ist für Menschen gedacht, die entweder ins Berufsleben einsteigen möchten, beziehungsweise im Berufsleben waren und wieder einen Einstieg finden. Sie benötigen aber noch medizinische Betreuung und Unterstützung, und das ist die interessante und spannende Kombination. Es gibt immer wieder Menschen, wo es unbedingt notwendig ist, nicht den Schritt direkt von der medizinischen Versorgung direkt in das Berufsleben auf den ersten Arbeitsmarkt zu gestalten, weil das dann oft schief geht. Und da braucht es eine Einrichtung, die nochmal so den Übergang auch sanft und zielführend mit demjenigen begleiten und gestalten kann. So, die Grundziele sind hier ja dieser Einstieg in das Berufsleben, ja, oder überhaupt eine Idee für das Berufsleben zu finden. Es geht immer um die Teilhabe am Arbeitsleben als auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn die Leute hier die Einrichtung verlassen, dann ist es schön zu sehen, wenn sie selbstständig sind. Also das heißt, sie können selbstständig Entscheidungen treffen. Und auch hier wieder immer so zweigleisig, einmal die Entscheidung für das Berufsleben und auch die Entscheidung, an der Gesellschaft teilzunehmen. Ja, wieder zu gucken, sich ein Netzwerk aufzubauen, einmal beruflich, aber auch privat. Und wenn die Leute wieder diese Stabilität haben, dann ist für uns alles gut gelaufen. Mhm.